Servus, Grüezi und Hallo und wir sind zurück mit Ellie für die Switch. Befinden uns immer noch in diesem Mechanikerbau, Maschinenbau und helfen Bert hier, die Maschinen wieder in Gang zu bekommen. Okay, hier sind wieder versteckte Plattformen. Und erstmal diese Hutmünze. Mehr gibt's hier aber nicht, ne? Gibt's eine? Ah, okay. Oh nein! Warum springe ich denn nicht? Das war ja ein bisschen doof, ne? Bleiben die eigentlich da bestehen? Ja, ne? So, wie man sieht, ist es hier nur ein Jump'n'Run, der jetzt rein ist. So. Wir sind ein bisschen geschützt. Okay, und wieder zurück. Oh, wir müssen natürlich aufpassen, dass er uns nicht trifft mit der Feuerflamme. Weil sonst ist ja das Ding für den Arsch. Oh oh. Komm. Sonst schießt uns ja natürlich diese Holzkiste komplett kaputt. So. Aber jetzt haben wir Platz, um hier rüber zu kommen. War jetzt nicht so schwer. Ich klinge immer noch ein bisschen erkältet, das tut mir leid, Leute. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ab und zu werde ich auch mal schniefen und wem das total auf die Nieren geht, der kann sich das Ganze hier auch ohne Ton anhören. Bloß. Was soll ich machen? Ich bin krank. So, die ganzen Dinger sammeln wir ein. Hier auch. Ist hier unten noch irgendwas, irgendwie? So, man da runterspringen kann, ne? Komme ich auch wieder hoch? Nee, da runter darf man nicht. Man muss ja mal ausprobieren, ne? Weiß man ja nicht. Ist hier irgendwas Geheimnisvolles? Da ist die! Ja, es ist eine Falle. Es ist eine Falle? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Eine Spalte in den Höhlen. Okay, der nächste Kristall wartet auf uns. Bin gespannt. Zweiter Kristall. Oh! Ah, okay, ich habe die Treppe nicht gesehen. Hat die blöd. Los geht's. Hä? Wie soll ich das denn schaffen? Hä? Wie soll man das denn schaffen? Nochmal. Oder gab es da noch einen anderen Weg? Hab ich leider gar nicht gesehen. Warte, wir gucken nochmal. Wir gucken nochmal. Na, da links. Oh. Oh, runter! Mann, Mann, Mann. Okay. Oh Mann, Mann. Auch irre wäre Wege und diese Blase kommt ja auch immer dichter. Aber da ist der Ausgang. Zack. Jetzt wird dann den nächsten Kristall in der Tasche. Jetzt bin ich unsichtbar. Was ist das denn? Okay, was das jetzt sollte, habe ich nicht verstanden. Sko, die Fröhliche. Gute Arbeit! Zwei Kristalle, es fehlen nur noch drei! Ich bin mir sicher, dass du uns alle retten wirst. Mal sehen. Gut. Gucken wir mal, wo uns das nächste Gebiet hinführt.
Oder sagt uns Garsti erstmal was? Da ist Garsti. Gib auf, Ellie. Bitte hör auf, mir zu folgen. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich bin an der Reihe, Beschützerin zu sein. Ich möchte dich nicht verletzen, aber offensichtlich lässt du mir keine andere Wahl. In den Kerker mit dir, du Dummkopf. Hehehe. Oh oh. Oh nein. Aber den Sturz überlebe ich natürlich. Also kleine Hüpfer, die ich mache, da sterbe ich. Da lacht sie. Die garstige Garsti. Okay. Ouchi. Es ist dunkel hier, aber wir können hier längs laufen. Wir müssen ja irgendwie hier rauskommen aus dem Kerker wieder. Aha. Was gucken Augen auf einen? Was ist denn mit den Leuten hier? Ist das ein Geheimweg? Nee. Das hätte er sein können. Aber naja, war keiner. Bobo der Graue. Hallo, ich bin Bobo. Hast du die Statue da drüben gesehen? Sie wurde zu einer der ersten Anführers des Mandora errichtet. Mandragora, so ungefähr. Teoloa. Er hat diesen Ort alleine erbaut und nur seine engsten Freunde zum Spielen hierher geschickt. Sie haben es alle geliebt, genau wie ich. Um zurück in die Oberfläche zu gelangen, musst du ein paar schwierige Abschnitte bewältigen. Vertraue deiner Laterne und lass dich von ihr leiten. Und verehre dich nicht in Teololas Labyrinth. Wenn du meine Schwester Dobo triffst, richte ihr bitte schöne Grüße von mir aus. Sie hat mich bereits vor Jahren verlassen, um nach einem Schatz zu suchen. Ich bin jetzt tatsächlich etwas besorgt, dass sie sich verehrt hat. Außerdem finde ich es etwas langweilig, hier herumzustehen und zu warten. Schatz. Verrückt. Das glaube ich nicht. Auf Wiedersehen. Okay. Na gut. So. Frage, welche Richtung wir müssen, ne? Hier komme ich irgendwie nicht weiter, oder? Da falle ich ja nur runter. Wir müssen doch in diese Richtung hier. Und hier hoch? Oh. Ja, das war ganz schön eine akribische Arbeit hier, doch. Ah, ein paar Sicheln. Was denn auch sonst? So. Okay. Nur noch fallen? Aber das kriegen wir auch hin. Oh. Okay, hier ist es. Oh. Oh nein, oh nein, oh nein. So, hier ist ein Schalter. Dann macht er Licht an. Er macht die Tür auf, okay. Immerhin. Oh, alter Schwede. Na gut, dann bin ich drüben gelandet. Aber hier kann man auch noch irgendwo hin, ne? Holen wir gleich auch mal, warte mal. Ah, hier ist zu noch, okay. Ja, testen können, ne? So, hier durch. Ah, schön. Na klar geht die Tür jetzt auf. War ja auch klar. Aber hier geht's auch noch weiter. Oh. Okay. Na gut, dann können wir jetzt erstmal hier zurück. Oh. Okay, jetzt sterbe ich ein bisschen.
Oder? Wo holen wir uns den Schlüssel? Nee. Ah! Was soll denn das? Oh. Oh. Ein beschissenes Schalterrätsel? Wahrscheinlich, ne? Okay, nochmal. Jetzt oben. Wozu ist dieser Schalter gut? Da kann ich hier rauf. Ah! Okay, ich kann auch da oben längs wahrscheinlich. Was ist das nochmal? Wir haben ja keinen Schlüssel. Bringt uns ja gar nichts. Da können wir um die Ecke springen. Nee, können wir nicht. Obwohl, ich glaube, mit dem richtigen Timing kann man das wahrscheinlich doch. Hier geht's allerdings auch nicht weiter. Oh, warte mal. Jetzt geht's hier weiter. Ah, wie dumm. Habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, was für eine Tür jetzt da aufgegangen ist. Aber die werden wir schon finden, ne? Oh nein! Oh Mann, ey. Jetzt aber. Nein! Und dann falle ich auch nach runter. Oh, scheiße, ey. Warte mal. Reicht auch langsam, ne? So, jetzt haben wir den Schlüssel. Was ist denn, warum, was soll das denn da hinten? Ist das einfach so ein Fake-Schlüssel oder ist das halt der goldene Riesenschlüssel? Man weiß es nicht. Oh. So. Machen wir auch so rein. Wofür immer der Schlüssel ist. Dieser gigantische Schlüssel. Okay, es geht wahrscheinlich noch irgendwo. Oh nein! Warum springe ich denn da runter? Ich weiß es noch nicht. Was können wir mit diesem Riesenschlüssel machen? Die Frage. Oder? Gab es da noch irgendwas, wo wir hinkonnten? Warte mal. Wollen wir mal gucken. Kurz gucken, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Hier gab es nicht weiter, ne? Nee. Okay. Gut, wir gehen mal zurück. Aber gab es hier hinten was? Das war es auch nicht mehr. Das war nur noch dieser Weg hier. Der uns aber nirgends so hingeführt hat, so richtig, ne? Ne, man kann hier so noch runtergehen. Ich
Okay, das war dumm. Weg ist auch nicht zurück. Noch das Leben? Da! Na bitte. Oh oh. Ja, wie bei Zelda, ne? Wenn früh in die Tür zu ging. Theololas Labyrinth, okay. Das wird jetzt schwierig wahrscheinlich. Natürlich lustig, dass die Perspektive sich wechselt. Und sich ändert von oben jetzt alles. Ah, okay, das ist ein richtiges Labyrinth. Oh. Montierung hier? Also Münze. Also Schlüssel. Heieiei. So, was ist jetzt passiert? Das wäre natürlich cool, wenn man dann irgendwie mal so eine kleine Szene bekommen würde, wo drin steht, okay, das ist jetzt das und das ist passiert. Aber nein. Man bekommt keinen Wink. Und das ist ein bisschen schade. Aber woanders geht es ja auch hier nicht längs. Du bist da was aufgegangen. Wirklich, ne? Okay. Ach, da ein bisschen Kehre hier. Aber jetzt müssen wir mal dahin, wo die. So. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Wieso? Natürlich kein Schlüssel für. Wie geht's so rum? Hier geht's auch nicht weiter. Hä? Schalter haben wir gerade eben benutzt. Das den lassen wir mal benutzt. Irgendwas wird da ja gut sein. Hier kommen wir auch nicht durch. Wir müssen ja wieder zurückgehen. Okay. Hier mal rein. Es ist auch dicht. Hey, das gibt's auch gar nicht. Hier geht's auch nicht weiter. Auch nicht weiter. Bin wieder am Anfang. Jedenfalls wieder volle Leben. Aber trotzdem irgendwie. Hä? Kann man nicht aufhalten, ne? Okay. Hätte sein können. Wir müssen hier durch auf jeden Fall. Ich will sehen, ob man die Pfeile zerstören kann. Also schnell kann ich gar nicht schießen. Wir gehen nochmal hier oben ab. Ach so, jetzt ist die Tür auf. Okay. Gut. Das habe ich gerade eben überhaupt nicht gesehen. Ich muss das jetzt erkannt haben. Das war der Schalter, wo wir nur das Schloss wiederfinden. Ja. Okay. Geht's auch weiter? Geht's nicht weiter? Hier ist Zender.
auch nichts. Also schon ein Labyrinth und zwar ein ganz schön fieses. Nicht von der Schwierigkeit her, aber vom Ding an sich. Da ist eine Laterne, da geht es doch bestimmt irgendwie dann weiter mit Laterne, oder? Okay. Ah! Ah! Boah, Alter, war das scheiße. Okay. Scheint schon mal richtig zu sein. Oh nein. Na gut, ist nicht so schlimm. Wir fangen ja wieder an. Ach, ich wollte eigentlich nur mal darüber bei dem anderen, auf der anderen Seite gucken, was da ist. Weil warum sollten die hier sein, wenn da nichts Besonderes ist, oder? Warum kann er nicht springen? Hier, was ist? Da ist die Münze. Ah, okay. Wusste ich doch, dass wir irgendwas hier finden. Okay. Das Spiel ist zwar ab und zu schwierig, aber nie unfair, muss man auch dazu sagen. So, Labyrinth geschafft. Schauen wir mal, was es noch als nächstes gibt. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.